Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, hier bei Willis 3D-Druckkanal. Mein Name ist Willi. Ja, und ihr seht, OP gut überstanden. Es geht weiter, aber natürlich kann ich hier nicht viel machen. Und da ich ja beim letzten Mal bei Breaking News, schaut da nochmal rein, die Challenge angekündigt habe, die auch ganz gut ankam. Ich habe jetzt mal die E-Mails so durchgelesen und war doch begeistert, was da für ein Interesse da ist. Und jeder gefragt hat, ja, wie soll das funktionieren und. Da habe ich mir gedacht, gut, ich kann jetzt gerade nichts tun. Machen wir das, dann habt ihr auch genug Zeit, da was vorzubereiten oder wer mitmachen will, dass man genug Zeit hat, da auch was Gescheites zu entwerfen. Ja, und wie ich schon in Breaking News gesagt habe, habe ich ja praktisch hier so Rubberband-Spielzeug getestet. Die ist überall bei Thingiverse, egal, bei jeder Plattform, wo man 3D-Modelle runterladen kann, zahlreich gibt. Aber ich habe immer noch festgestellt, dass man das irgendwie immer noch ein bisschen verbessern kann. Ja? Also, da habe ich mir gedacht, gut, machen wir doch die Challenge. Ja? Also das heißt, ja, ihr seht, zack, bumm, wir wollen ein Modell erstellen, egal ob ein Boot, ein Auto, ein Flugzeug, egal, Hauptsache es wird mit einem Gummiband betrieben, ja, es soll sich bewegen können, fliegen können, egal, ja, also ihr wisst, was ich meine, irgendwie ein Vehikel, Fahrzeug, was sich bewegen soll. Und die Grundvoraussetzung ist natürlich, ihr müsst das selbst entwerfen, ja, sei es über Fusion 360, ThinkCAD oder egal welches Programm es da gibt, um das zu entwerfen oder wo ihr fit seid. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ja, ich würde da trotzdem gerne mitmachen, aber ich kann das nicht so, aber ich habe eine Idee. Wenn ihr jemanden habt, der das entwickeln kann für euch oder praktisch zeichnen kann, dann ist das auch okay. Ihr müsst halt praktisch nur uns dann ein Video machen. Das heißt praktisch, wir wollen das sehen, die CAD-Version, ja, vielleicht mal drehen, dass wir sehen, okay, ja, das ist das Modell und dass ihr es selbst entworfen habt und dann natürlich ein Video drehen, wie es funktioniert, dass sich das bewegt. Ja. All das werden wir sammeln, werden dann von allen, die reinkommen, ein Videoschnitt machen, euch vorstellen, ja, und lassen dann die YouTuber erstmal bewerten. Ja. Wie das dann noch funktioniert, wird es noch ein Video kommen. Ja, wichtig ist nur, dass ihr vielleicht jetzt schon mal anfangen könnt, wer Lust und Bock hat. Ja. Jeder kann mitmachen, also alle YouTuber, egal da draußen, die das sehen, Freunde, ja, und natürlich auch die aus dem Discord von mir oder aus irgendeinem Discord. Ja. Also jeder kann mitmachen. Dann war natürlich schon auch die nächste Frage, wird es Preise geben? Hier ist natürlich, was ich immer wieder sagen muss, die 3D-Druck-Ehre gefragt, ja. Aber ich werde natürlich schauen und ich weiß, in der letzten Vergangenheit gab es da Probleme mit den Preisen, aber ich werde versuchen, ein paar Sponsoren zu kriegen. Das werdet ihr aber dann auf meiner Webseite finden. Und zwar werde ich das auch unten in der Beschreibung verlinken. Da könnt ihr dann immer mal reinschauen. Ich werde jetzt hier das Video vorstellen und dann werde ich da auch immer die aktuellen Sachen euch reinbringen und sagen, auch bei ein oder andere Video nochmal erwähnen, wie da der Stand ist. Ja. Zeitlich gesehen, der Einsendeschluss schreibe ich auch unten in die Beschreibung rein. Also ich würde jetzt mal sagen, dass wir ungefähr einen Monat Zeit haben, das zu entwickeln und das Video zu drehen. Und wie ihr das macht, zeige ich euch hier gleich nochmal, oder wie das aussehen sollte, zeige ich euch hier als kleines Beispiel nochmal, wie ich das gerne hätte als Format, damit wir das hier auch bei YouTube vorstellen können. Natürlich brauche ich dann auch eure Genehmigung. Das werdet ihr dann auch auf der Webseite finden. Das müsst ihr mir dann einmal nur bestätigen, also eine E-Mail wieder an mich schicken, wo ich dann auch die Rechte für dieses Video bekomme. Das heißt, es gibt ja immer welche, die können nicht verlieren oder ja, fühlen sich benachteiligt und sagen dann, wollen oder meinen dann, ja, ich möchte, dass das aus dem Video genommen wird oder sowas. Nein, ihr müsst mir halt praktisch diese Rechte von euch mir geben, damit ich genau solche Probleme dann
entgegenwirken kann. Ja, also ich will da hier keinen bloßstellen, wie gesagt, aber es gibt halt Menschen, die können halt nicht verlieren, ja, und machen dann solche Sachen. Und das ist halt dann immer so schade, ja. Und gut, wie das Voting dann aussehen wird, habe ich ja schon gesagt. Also wir werden aus allen Einsendungen das hier bei YouTube vorstellen. Dann kann jeder wieder mit einer Raute seinen Namen sagen und sagen, hier, das ist okay. Wir werden davon die vier Besten nehmen und werden das dann in den Community praktisch richtig voten lassen. Da kann man praktisch ja nur einmal wählen und da wird dann der Gewinner ermittelt. Ich freue mich und bin gespannt und hoffe, dass da großes Interesse entsteht und bin auch auf eure Projekte gespannt. Also mich würde es freuen, wenn ihr da zahlreich mitmacht. Ich habe da auch schon zwei, drei Ideen, die ich nochmal verwirklichen möchte. Aber ich bin natürlich außer der Reihe, ganz klare Sache. Und ja, würde mich freuen. Wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Beiträge oder ihr sagt, hey, ich sponsor da noch was dazu, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare oder nehmt mit mir Kontakt auf. Die E-Mail blende ich hier ein und ist natürlich auch in der Beschreibung. Ansonsten schaut halt immer dann in den Link vorbei, wo ich hier in die Beschreibung rein tue. Das ist dann unsere Webseite. Da findet ihr dann immer die aktuellen Sachen. Und wenn sich da was getan hat mit den Preisen, möchte ich jetzt hier auf YouTube auch nicht nennen, dann seht ihr das. Okay, das war's. Ich zeige euch jetzt ungefähr, wie ich mir das vorstelle, was ich an Videomaterial haben möchte, damit ich das auch hier allen gut präsentieren kann. Das solltet ihr ja fähig sein zu machen. Natürlich nehmt einfach ein Handy nicht längs, ja, also Instagram oder TikTok, sondern legt es um, macht ein Querformat, ist besser hier auf YouTube. Dann kann man da ein schönes Video draus schneiden und es ist für alle zu sehen. Ja, wichtig wäre halt dann auch zu zeigen, wie euer Vehikel sich bewegt. Und ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Also, bis dahin, ich freue mich auf eure Einsendung. Ich hoffe, es machen viele Leute mit. Und bis zum nächsten Video. Jetzt geht es dann los mit der Bamboo Lab Serie wieder. Ja, AMS ist da. Gehäuse müssen wir machen. Ich werde auch noch einen Vibrationstest machen mit verschiedenen Sachen. Ein großer Test, ja, was vielleicht mal interessant ist. All das wird kommen. Wie gesagt, hier werde ich nicht sehr viel selber machen, vielleicht vor der Kamera, aber meine Assistenten sind dann mit dabei und auf alle Fälle geht es hier weiter. Gut, das war's. Ich sage danke fürs Reinschauen, euer Willis 3D-Druck und ich bin auf eure Entwürfe gespannt. Ciao.